Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei Half-Life 2. Heute mit der Episode 2. Oha, hier sieht man schon. Hier sieht man schon die Katastrophe. Stimmt, das letzte Mal sind wir mit dem Zug abgehauen. Und dann ging das große Upsi los, wie das immer so ist. Hier sieht man noch das Upsi im Hintergrund. Hier der Turm auf 7:30, glaube ich. Und irgendwelche Rettungskapseln und Pipapo. Wir werden sehen, was passiert. Wir werden sehen, was passiert ist. Man weiß es nicht so genau. Ich mache einfach mal ein neues Spiel. Wir schauen, ob es funktioniert. Nach White Forest. Gut. Spiel starten. Viel Spaß. Cool. Das Intro hat... es wackelt. Das Intro hat nicht sehr lange gedauert. Ich muss erstmal wieder ein bisschen reinkommen. Ist ja Monate her schon wieder. Jahre her, seit ich das letzte Mal gespielt habe. Oi, wir sind offenbar in dem Zug. Ja, schön. Aua. Ich habe eine Taschenlampe, eine Funzel. Cool. Ja, hier vielleicht? Nee. Uns hier rauszwängen. Oder kann ich hier aufmachen? Nee. Gordon? Ah, hi. Gott sei Dank geht es dir gut, Gordon. Relativ, danke. Warte kurz, ich hol dich da raus. Cool. Ah. Doc ist hier doch bestimmt irgendwo in der Nähe, oder? Hoffentlich funktioniert das nicht. Ah, oder so. Oder so. Zurück. Okay. Na toll. Und los. Alter. Wow. Ganz vergessen, welche Power das Ding hat. Aber hallo. Hier, nimm du das Gravitron. Danke. Du kannst besser damit umgehen. Ich hab ja auch einen Anzug. Ja, ich weiß. Ich muss mir keine Sorgen machen. Bist du dir sicher? Komm, wir sollten weiter. Die Combine werden uns nicht vergessen haben. Ich habe eben Votigons gehört. Vielleicht sind sie noch hier. Der Weg zu meinem Vater ist noch weit. Da käme uns etwas Hilfe sehr gelegen. Richtig. Gut, war's das mit der Ansprache? Alles klar. Dann gucken wir mal. Also hier können wir... Können wir hier? Weiß ich nicht. Kann ich hier aufmachen? Ja, kann ich. Dann gehe ich erstmal hier gucken. Gibt es hier noch irgendwas zu ballern oder so? Ah ja, da sind wir wieder, ey. Das ist die Alyx, ja. Das ist richtig. Gut. Nach White Forest, aha. So wie auch die, das Chapter hier heißt. Ja. Was zum Teufel geschieht da? Ja, das sieht übel aus. Das ist hier Versorgungskiste, ne? Was ist das? Was denn? Alles in Ordnung? Ja. Wie damals, in den ersten Tagen. Wie Bekadaver. Hoffe, davon gibt's nicht noch mehr. Wir haben überlebt, aber die Brücke nicht so. Ja, sie hat eine Knarre, na sowas. Und hier weiter? Nee, oder? Nicht da? Nicht. Wow, ich kann hier tatsächlich... Es hat ja nicht lange gedauert. Müssen wir jetzt zur Brücke oder was?
Oh nee, müssen wir jetzt... jetzt nochmal. nicht so gut. Ich versteck mich hier mal. So. Ach, da ist kaputt gegangen. Ach, das muss einem ja mal gesagt werden hier. Ach, Mensch. Oh, kann Steine aufnehmen. Cool. Ah, wenn ich mich nicht selber erschlage. Komm, wir gucken mal hier. Wir gucken mal, was hier geht. Ohne Scheiße. Erstmal Glock. Böck. Oh Mann, ey. Scheiße. Entschuldigung. Wenn man mir ein Gravitron gibt. Ah. Was? Rebellen? Ja. Ach ja. Irgendwie die ganze Zeit das Gefühl, irgendwas zu vergessen. Oh, guck mal da. Ein Endlion. Hier ist die Taschenlampe ein bisschen nützlicher. In der Tat. Cool. Was? Nicht? Kann ich das? Doch, hier kann ich. Kann ich. Meine Brechstange, ja, gute Frage. Kaputt. Kaputt gemacht. Zerbrochen. Doch nicht so sicher. So ein Mist. Ich höre doch Viecher, ja. Wer? Ach, sie schießt. Ach, das ist die Pistole, echt? So ein Automatikding. Cool. Ah. Okay, das war das. Das war... Uah, Vorsicht! Oh mein Gott! Jesus! Das hätte ins Auge gehen können. Naja, aber nicht, dass die mich hier... die mich gleich anschießt. Kavum! Genau. Kavum. Kavum. Ja, das passiert, wenn man so lange nicht mehr Half-Life gespielt hat, dann vergisst man sowas. Oh, die kämpfen gegeneinander. Na, guck. Finde ich das jetzt gut oder nicht so? Komm mal da runter. Vorsicht. Vorsicht. Ich gehe mal hier gucken. Aha. Noch weitere. Das lebt noch. Hier, ja. Das lebt noch. Gut. Oh, hier hätte aber was drunter sein müssen. Bisschen Health oder so. Eigentlich, finde ich. Na, dann halt nicht. Ah, da ist was. Sehr gut. What? Es geht nicht. Was? Wie? Ach so. Ey, benutzen wir doch die Klinke. Okay. Das ist ja langweilig. Mal sehen, ob wir meinen Vater erreichen. Oh Mann, ey. Kleiner und Dad sind in einer Raketenbasis im Norden. Ah. Hoffentlich nutzen sie diese Frequenz. Sie helfen beim Start einer... Ah, jetzt geht's. Beende deine Sätze. Mist. Toll. Was jetzt? Ja, das... Tja. Alles im Arsch. Ey, hier, guck mal, ich habe eine Idee. Alex, ich hätte... Okay, ich hätte eine Idee. Vielleicht schmeißt die uns da gleich was runter. Verdammt, das könnte etwas dauern. Hey, wenn dir eine Lösung hierfür einfällt, dann sag's ruhig. Nö, nicht, dass ich wüsste. Nicht, dass ich wüsste, dass da was umgestellt wäre. Macht sie das jetzt, oder? Oh, so, gut. Vielleicht nur ein Bug, ja. Ich weiß nicht wieso, aber es funktioniert. Erstaunlich. Jetzt anmelden. Stecker in Dose, ja. Haben wir gemacht.
White Forest! White Forest, hier ist Alex Vance. Bitte kommen! White Forest, bitte kommen! Ich mach die Dinger kaputt. Hört ihr mich? Alex, gütiger Himmel, bist du das wirklich? Ja, und Gordon auch. Uns geht's gut. Wir sind raus aus City 17. Alex, zum Glück. Ich kann's kaum glauben. Keine Sorge, uns geht's gut. Aber mit der Zitadelle ist was Komisches passiert. Ja, wir haben die Situation von hier aus beobachtet. Die Ladung der Kernreaktion wurde in einem kohärenten Strahl von Portalenergie gebündelt. Das sind die Combine. Sie wollen einen neuen Zugang schaffen. Ja, was wir hier sehen, ist der Beginn eines Superportals. Erreicht es seine volle Stärke? Das wäre ein neuer 7-Stunden-Krieg. Nur, dass wir diesmal keine 7 Minuten durchhalten würden. Verdammt. 7 Minuten. Deshalb haben sie so viele Daten aus der Zitadelle gesendet. Damit... Daten aus der Zitadelle? Im Kontrollraum. Sie haben gewaltige Datenmengen direkt in die Kernzerstörungssequenz geladen. Haben Sie das gehört? Das ist bestimmt der Portalcode der Combine. Ja, ja, ich bin ja nicht taub. Ich habe das ganze Paket kopiert. Seitdem sind sie hinter uns her. Natürlich haben sie das. Schließlich hängen all ihre Pläne davon ab. Das sehe ich. The fuck ist das? Irgendwo in dieser Sequenz müssen sie eine Verbindung zur anderen Seite herstellen. Was sie da haben, Fräulein, ist der Kontaktcode für die Combine-Überwelt. Oh Gott. Also, wenn ich mich nicht irre und ich wüsste nicht warum, dann haben Sie den Code, den Dr. Mossmann bekommen wollte. Wie schnell können Sie hier sein? Wir müssen uns erstmal orientieren, aber ich denke... Die Zeit drängt! Wir müssen den Start vorziehen. Sobald Sie mit den Signaturdaten hier sind, kodieren wir den Satelliten und schießen das Ding ins All. Kommt so schnell wie möglich. Oh Gott! Dad! Du brichst ab! Bitte kommen! Dad, hörst du mich? Dad! Oh. Hallo, Kabi übrigens. Hallo. Wir müssen weiter. Einschränkungen für untere Level in Kraft setzen. Wir müssen weiter. Ja, komm, komm. Mach mal. Schnell, schnell. Und ich habe immer noch keine Knarre. Das stört mich. Oh, hier, guck mal. Gut. Da lang, da lang. Hier lang, da lang. Huch, oh, ah. Kann hier was nehmen, tatsächlich. Na, sowas. Jesus, erschreck mich doch nicht so. Wir heilen uns jetzt aber wieder, oder? Ich glaube. Ah, ich sehe doch, wo das hinführt. Weiß nicht, ist das wirklich besser? Also ich würde mich mit Knarre sicherer fühlen. Ehrlich gesagt. Was die Leute um mich herum sagen, naja, gut. Das ist nochmal eine andere Frage. Ah! Hä? Noch irgendwas abstauben? Ne. Super, das hat funktioniert. Ja. Ich kann immer darauf bauen, dass du einen Ausweg findest. Da guckst du, ne? Cool. Dr. Magison hat eine alte Rakete in White Forest. Damit würde er gerne einen Satelliten starten, um auf das alte Array von Black Mesa zuzugreifen. So, so. Aber als die Combine noch unversehrt waren, war an einen Start nicht zu denken. Ich weiß nicht, wie sie mit dem Satelliten das Portal ausschalten, aber ich schätze, wir finden es raus, wenn wir da sind. Ja, dann machen wir das doch mal so. Und dann können wir weiter schwallen. Erstmal Lösungen. Lösungen an die Sonne hier. Was ist das hier? Hier ist ja fast offen. Geht aber nicht. Okay. Gleich hier hinten. Ui. Aha. Aha. Oh. Ah, hi. Was war das? Das war nicht Doc, oder? Hast du das gehört? Ja. Ich hab's auch gesehen, ehrlich gesagt. Ha. Ha. Psst, leise. Wir sind nicht allein. Aber der sah doch ganz nett aus, oder? Der hat lustige Geräusche gemacht. Lustige Geräusche. Dann kann ja nichts schief gehen.
Dann komme ich hier hoch. Tatsache. Hey, kannst du herausfinden, wie wir das Tor hier öffnen? Ausgerechnet das Tor. Naja, vielleicht da drinnen irgendwo. Da gibt es doch bestimmt irgendwelche Schalterchen. Vorsicht da oben. Ich halte hier unten die Stellung. Ja, mach das mal so. Hier irgendwo rein. Ja. Hui, Vorsicht. Platte fällt. Aha. Aha. Ah, warte mal. Hier so. So. Hier geht wahrscheinlich nicht auf, ne? Aha. Oh, hi. Hallo, hallo. Guten, irgendwas schnüffelt da draußen rum. Ja. Ich bin's nicht. Oh, doch nicht so lieb. Oh. Oh, das sah ja nicht so gut aus. Ah. Entsetzenslaute in Dingsbumsprache. Ah. Wortigrund. Alex Vance. Alex Vance. Welch Leid geschah. Ah, Dr. Freeman. Ich bin erfreut, dass zumindest er unverletzt ist. Aber Alex Vance, ihr Zustand ist kritisch. Sei vorsichtig. Sie zu heilen erfordert mehr, als ich allein vermag. Ich will die Meinen rufen. Mach das. Oh, Mom. Okay. Ich dachte... Ich dachte, jetzt kommt hier irgendwie so Psycho-Hokus-Pokus, aber nein, das war ziemlich direkt einfach. Wir treffen die Meinen in einem Versteck unter der Erde. Bringen wir sie schnell dorthin. Ich will sie stabilisieren, wenn Dr. Freeman uns Schutz bietet. Ich habe immer noch keine Knarre, Dude, aber okay. Eilen wir, Freeman. Hilfe erwartet uns in den Minen. Gut. Klingt gut. Klingt gut. Ah, können wir noch irgendwas aufsammeln? Hier, Pullen. Warum haben die nicht so eine coole Flüssigkeit? Der Atem ist schwach. Ah. Würde jetzt am liebsten sagen, bleib am besten zurück, pass auf sie auf. Andererseits, so ein bisschen Hilfe könnten wir auch gebrauchen. Ah. Ich hab geguckt. Hab ich vorhin ja auch schon angedeutet. Wir müssen... Kann ich da... Vorsicht, Freeman. Ah, guck. Da. Nee. Das hier nehmen. Oh. Oh, nee. Weiter, Freeman. Wenn er es vermag. Ich bringe sie auf die Spur zu den Meinen. Ah, okay. So viel dazu. Auf uns allein gestellt. Natürlich. Aber wir haben eine Brechstange. Das ist doch gut. Sehr schön. Ein bisschen Britzel. Das ist auch gut. Physik, ja. Oh, Chrom. Shader. Was? Nicht Brechstange, was? Was? Eigentlich ist das Ding geiler, oder? Ah. Irgendwas, ne?
Hier noch irgendwas absahnen? Nö. Oh je, das kann dauern. Oh, halt. Nee, da komme ich nicht durch. Es sah nur so aus, als ob da offen ist, aber... Oh nee, ran geht da. Das ist auch ein Gitter. Nein, nein, nein. Also ich fand hier die AI durchaus manchmal nicht ganz scheiße. Muss man so zu sagen. Komme ich da hin? Kann ich wahrscheinlich... Ah, Mann, da geht ja wieder alles runter. Ah, das ist ja eine Katastrophe. Kann ich mir das irgendwie ranholen? Oder kann... Muss ich abwarten eventuell? Bis ich weiter oben bin? Kann ich hier hin? Ich kann hier hin. Ah ja, ist ja gut. Okay. Oh, hier. Oh, gut, dass ich geguckt habe. Oh, sehr gut. Oha. Eine Waffel. Wir haben eine Waffel gefunden. Das ist gut. Kann ich das Ding angreifen? Ah. Okay. 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 Okay, es ist weg, glaube ich. Glaube ich. Glaube ich. So, jetzt kommen wir aber hier ran. Das ist ja auch gut. Und noch ein bisschen Moon. Sehr gut, sehr gut. Ich sollte vielleicht das Ding hier mitnehmen, oder? Oh, und was für Tasten war nochmal schnell speichern? F6? Ich guck mal eben nach. Wichtig, ganz, ganz wichtig. Speichern 6, laden 9. Zack. Ja. Wichtigste Taste. Wichtigste. Warum rumpelpumpelt es? Warum macht es so Sachen? Irgendwas gucken, ne? Warum macht es so Sachen? Oh, hallo, Kollege. Wie geht's? Wie geht's? Das ist genau die richtige Frage. Ach, hi. Ich würde mir gerne noch ein bisschen Moon sparen, solange es geht. In Ordnung. Soll ich da wirklich runter? Seid ihr euch da sicher? Ja, echt großartig. Das ist aber Wasser ansonsten, ne? Gucken wir mal. Facer, ja, wobei, das war so eine komische schwarze, ne? Ganz, ganz komische Dinger, eklige Dinger. Hallo, schwimmen? Danke. Wo sind wir denn hier? Oh! Ich weiß nicht, ob ich sie süß finden soll oder nicht. Okay, so viel dazu. Oh, gibt Gesundheit, cool. Aber sind sie gar nicht mehr so niedlich. Ah. Ah. Oh, oh, oh. Oh, bin ich jetzt draufgetreten? Das tut mir leid. Ah. Moment, das muss ich mal eben testen. Pfui, guckt schnell weg. Ah, Raupi. Ah. Tut mir leid, aber es geht ums nackte Überleben. Ah. Na gut, die kann ich jetzt lassen, weil wir haben schon genug Gesundheit. Dann ist ja gut. Das ist ein bisschen eklig hier. Ach, guck mal, wir haben doch noch ganz viele. Ja, kein Problem. Ah. Na gut, das war jetzt offenbar unvermeidbar. Schnelles Raupi. Turbo-Raupi. Turbo-Raupi. Wer bist du denn? Jau, schön. Blutgifte diagnostiziert.
Ja, und jetzt? Boah, ey. Ja. Entschuldigung. Die sind neu. Die sind neu, möchte ich nur einmal sagen. Diese umgekippten Dinger, ne? Also, da müsste eigentlich was drunter sein. Also eigentlich ist es doch gesetzt, dass da was drunter sein müsste. Behaupte ich. Schön. Kann ich vielleicht... Kann ich doch hier... kann ich das... Oh, ich hab noch... Nein! Ich hab das Gravitron nicht mehr ausgerüstet gehabt, natürlich. Verfluchte Hacke, jetzt habe ich abgedrückt. Das war die rechte Maustaste. Oh, warum kann ich da runter? Ist das sinnvoll, da runter zu gehen? Na gut, dann müssen wir eben kämpfen. Das nutzt ja nichts. Glaube ich. Eine Speicherung, ja egal. Da sollen wir direkt da runter einfach. Ah, da ist auch hier. Da war nichts. Yo, ich muss mich erstmal wieder ein bisschen dran gewöhnen hier. Erstmal wieder in Kampfmodus reinkommen. Ja, ist aber auch ansonsten nix, ne? Ja. Ach, guck mal. Sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Alles gut, da sind auch noch Dinger. Komm mal da rein. Und nicht, dass es jetzt zwingend notwendig ist. Bin da irgendwie echt? Naja, egal. Ja, ich weiß, aber Health brauchen wir gerade nicht. Höchstens Anzug. Anzug-Health. Oh, upsie. Sie wird noch ein langes, glückliches Leben haben. Keine Sorge. Mann, wir werden aber reich beschenkt hier. Entschuldigung, aber das wollte ich nicht. Auch noch fliegen. Ich hab sie doch genau gehört. Ah, Vorsicht. Vorsichtig. Mann, das ist nichts für Klaustrophobiker. Das ist das Schlimme. Das ist noch schlimmer als die Viecher, diese Enge. Nichts für Klaus. So, darf ich hier? Ich komme da nicht lang. Moment. Oh boy, ist das eng hier. Das ist ja ganz furchtbar. So, endlich. Endlich ist das Ding kaputt. Das macht mich ja ernsthaft nervös, wie eng das hier ist. Mann. Ach, jetzt sind wir hier. Aha, I see. Aha, und da geht's jetzt weiter. So rum ist das gedacht. So, hier aber vorsichtig sein. Vorsichtig. Uiuiui, sagte er. Au. Ja, toll. Ja, großartig. Ja, echt toll. Komm ran. Ja, ich hab's versucht. Oh, ein bisschen ranholen. Die will aber nicht kommen, ne? Ein Buhnfass. Aua. Oh, hauer, ha. Gut. Da hat irgendwas runtergespuckt, ja. Ganz genau gesehen. Wo ist es? Da ist es. Ja. Ja, ist es denn?
Was? Echt einen Schuss ausgehalten? Den Schuss nicht gehört, ey. Upsi, das, Entschuldigung, tut mir leid. Oh. Ätzende Scheiße. Achtung, Blutgifte diagnostiziert. Aua. Ätzende Dinger. Ätzende Dinger. Da ist ein bisschen Anzug, das ist gut. Das können wir mal probieren. Das können wir mal versuchen. Nein, die sind zu schnucklig. Die mache ich jetzt nicht weg. Sage ich jetzt noch. Glaube ich. Weiß ich nicht. Da ist zu... Oh, kommen hier weiter unter Wasser? Nee. G. Ja. Stimmt, das ist hier das Hin- und Herwechseln, ne? Upsi. Hier. Oh. Oh ja, ich hab auf jeden Fall geschossen. Okay. Ich glaube, das hat funktioniert. Oh, es sieht hier aber nicht gut aus. Ein ganzes Bötchen. Oh. Das sieht hier aber nicht gut aus. Was? Wir sind voll mit der Dings? Warte mal. Echt krass. Ich sollte mehr Shotgun benutzen. So, hier noch irgendwas. Nix, irgendwas. Gut. Oh, hehehe. Oh, die werden alle abgeholt. Ich kann die, ich kann sie umkippen. Mehr Shotgun. Au. Ja, ich könnte jetzt zurückgehen. Wegen den paar Schüsschen weiß ich nicht. Unsicher. Komm ich da vorbei? Oh! Schön. Hallo! La 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 la. Was? War da was? Nee. Was? Was machen die denn? Was tut ihr? Was ist denn da? Ganz merkwürdig. Keine Ahnung. Wurden die von dem erwischt? Irgendwie können die mit Wasser nicht. Können die nicht schwimmen? Kann das sein? Eieieiei. Eieiei, hier muss es noch irgendwas geben, oder? Gibt es hier noch ein bisschen? Was? Ich komme hier nicht hoch? Muss mich verarschen? Also. Ja, ach. Ja, die bringen Geld. Deswegen wollte ich hier gerade noch ein bisschen. Also nicht viel, aber ein bisschen. Ey. Nee, wirklich nicht viel. Eigentlich nicht. Wenn man mal ganz ehrlich ist. Boah, ich hasse diese Viecher. Wie der geglotzt hat. Ja, das ist doch eine Falle. Das sehe ich doch von hier. Da ist... Wo bin ich denn jetzt die Nate her? Hallo, Ajani. Guten Abend. Wie geht's denn so? Habe ich noch Espresso? Ja. Der will uns doch wohin führen.
Können uns wohin locken? Oh, die muss man ja nur antitschen. Echt. Oh, hier sind ja noch mehr. 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 Ich probier's noch mal. Nee. Nee. Das schien jetzt nicht so viel gebracht zu haben. Okay. Das geht. Wow. Das Blöde ist, dass man nichts sieht. Scheiße, ich sehe nichts, ey. Fuck. Oh. Negativ ist gut. Immer negativ bleiben. Eieieiei. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das war nicht sehr effizient, ey. Ja, better luck next time. Geht's noch weiter? Ja, ich vermute fast mal, ja. Puh, gut, 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 gut. Gut, 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 gut. Was ist denn? Ein Gurgel. Aha. Hat ja auch lang genug gedauert bis zum Ladescreen im ersten. Das Wortale Leid. Das Wortale Leid. Da war das Wortale Leid. Habt ihr es alle gesehen?